Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal Die Sims Suchtis. Und wir haben heute das fünfte Türchen von meinem Adventskalender und darin ist verborgen ein Haus. Ja, besonders schön ist das nicht und ihr ahnt es vielleicht auch schon, das ist wieder eins Mitmachhaus. Ja, wir haben hier eine Familie, die dieses Anwesen oder dieses Grundstück eben erworben hat. Und die engagieren jetzt euch als Architekten, hier ein Haus rauszubauen, das in die Nachbarschaft hineinpasst. Allerdings habe ich hier die Auflage, dass der quadratische Charakter des Hauses eigentlich erhalten bleiben sollte. Allerdings dürft ihr natürlich schon die eine oder andere Anbau hinansetzen oder auch ein Türmchen dran setzen, Balkone anbauen und zweite oder auch dritte Stock, je nachdem wie weit ihr nach oben möchtet, das ausbauen. Dachform überlasse ich euch, aber es sollte sich vielleicht so etwas in die Nachbarschaft integrieren. Ja, ausgestattet werden sollte das Ganze mindestens mit zwei Kinderzimmern, habe ich mir gedacht, so für die deutsche Durchschnittsfamilie. Und Budget habe ich diesmal nicht. Der Garten sollte allerdings auch noch fertig angelegt werden. Innen drin könnt ihr aufgrund Adventszeit vielleicht Zeitmangel die Räume aufteilen, auch die Treppen natürlich einsetzen. Ihr könnt dann aber einfach die Zimmer praktisch nur so weit fertig machen, dass man dort eben im Badezimmer eine Toilette sieht, eine Küchenzeile eben kurz sieht, im Schlafzimmer vielleicht die Betten kurz reinsetzt, also so die Zimmer kennzeichnen, dass man genau sieht auf dem ersten Blick, okay, da sollte dies rein, da sollte das rein. Und ja, das wäre so die Aufgabe. Hochladen könnt ihr das wieder in die Galerie mit dem Hashtag Mitmachhaus2. Und ja, vorstellen werde ich das dann im Januar mit einem Video mit euren Häusern, denke ich mal. Und ja, das war dann auch schon alles für heute. Erinnern möchte ich euch an den Daumen, auch Kommentare sind willkommen und wollt ihr nichts verpassen, müsst ihr mich vielleicht abonnieren. Dann sage ich auch schon Tschüss und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder.